Grüß Gott, bei der Stunde der Seelsorge mit mir auf Sendung wieder Pater Karl Wallner zugeschaltet aus Wien. Schön, dass du wieder dabei bist, lieber Pater Karl. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über Ihre Zuschriften und Anregungen und so gut es möglich ist, werden wir diese natürlich auch beantworten. Und so möchte ich gleich zu einer ersten Zuschrift kommen. Grüß Gott, lieber Herr Pfarrer Rimmel und lieber Pater Wallner, Ihre Worte und Stellungnahmen sind mir sehr wichtig geworden und ich versuche immer dabei zu sein. Oft fällt bei Ihnen der Begriff Sonntagspflicht. Dieses Wort tut weh und ist bei vielen Menschen nicht beliebt. Dazu kommt bei Insidern noch die schwere Sünde, wenn man die Sonntagsmesse versäumt. Ist das wirklich ein so strenges Gebot mit allen Konsequenzen, Klammer Hölle? Der Sonntag ist in vielen Familien total stressig wegen Beruf und Schule. Es gibt im Alltag keine Ruhezonen mehr. Und andererseits ist der Weg zur Kirche oft nicht einladend und attraktiv. Man erwartet sich nichts mehr. Es ist wie der Weg in ein fremdes Land. Viele Predigten am Sonntag treffen nicht mehr das Herz der Menschen, so dass sie davon berührt werden und die Tröstung und Rettung Gottes erfahren. Denn in jeder Messe sind Leute anwesend, die auf Gott warten. Das Schreiben ist ein bisschen länger, aber ich trage es das vor, weil es spricht, glaube ich, manchen Menschen aus dem Herzen. In meiner nächsten Umgebung gibt es eine Menge Leute, jung und alt, die keine oder eine abgekühlte Beziehung zur Kirche haben. Und der Glaube an Gott ist wenig entwickelt. Das tut weh. Aber es ist Realität in vielen Familien. Wie kann da eine Änderung geschehen? So viel Sehnsucht und Schmerz ist in den Herzen. Wird das ernst genommen? Viele wandern ab in die Esoterik, zu Reiki und anderen Heilslehren. Alle Menschen, alle suchen Heilung ihrer Wunden, Wunden an Leib und Seele. Wie kann die Kirche in der heutigen Zeit die Menschen erreichen? Mit herzlichen Grüßen und danke für Ihr Wirken. Also, wie können wir die Leute heute noch erreichen? Also das sind natürlich enorm große Fragen. Da brauchen wir jetzt 3 Stunden der Seelsorge wahrscheinlich dazu, weil hier alle wichtigen Themen angesprochen sind und ich glaube, dass das uns alle bewegt. Ich möchte mir erzählen, wie das in Afrika ist. Vielleicht beginne ich mal mit dem Wort Sonntagspflicht. In Afrika, ich war jetzt, habe wirklich viele Projektbesuche gemacht, auch in Asien und so weiter. Da habe ich das erlebt, wie Kirche noch in meiner Kindheit war, aber noch mit mehr Dynamik als auch vor 30, 40 Jahren. Das war, dort ist Sonntagsmesse ein Event, ja, Event, das sehe ich ganz positiv. Dort gibt es einen Sog, ja, einen richtigen Sog, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Ich erinnere mich an eine heilige Messe in Nigeria, wo das Flugzeug nicht fliegen konnte und dann sind wir in einem kleinen Städtchen festgesessen und dann haben wir als Gruppe nicht selber die Messe gefeiert, sondern haben gesagt, gehen wir zum Bischof dort und feiern wir dort die Messe. Um die Kirche Massen gelagert, ja, Kinder, Jugendliche da, geistliche Schwestern, Bischof, Priester und so weiter. Eine normale Sonntagsmesse mit einem Sog, also an Begeisterung. Pflicht ist die heilige Messe nicht als knechtische Pflicht. Davon sind wir grundsätzlich befreit. Alles, was wir Christen tun, an Erfüllung von Geboten, ist Antwort auf die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes hat uns gezeigt, indem er sein Leben am Kreuz für uns dahingegeben hat, siegreich auferstanden ist. Und genau das feiern wir am ersten Tag der jüdischen Woche, der für uns Christen zum Sonntag geworden ist, zum eigentlichen Feiertag. Wir feiern, dass Christus uns so sehr liebt, dass er sein Leben gegeben hat, dass er auferstanden ist, dass er uns im Sakrament und durch sein Wort Gnade schenken möchte. Er möchte uns stärken. Ja, wir haben immer diese Vorstellung, Gottesdienst bedeutet, dass ich Gott dienen muss. Liebe Leute, Entschuldigung, ja, braucht uns Gott? Also metaphysisch gesehen braucht er uns überhaupt nicht. Ja. Wir brauchen Gott. Ja. Und Gott ist doch nicht ein Ehrsüchtiger, der jetzt darauf wartet, dass wir Menschen ihm da jetzt huldigen und so weiter. Der ist seine Engel und Heiligen und so weiter. Ja, das ist Gottes Dienst, heißt, er möchte uns dienen. Gott
dient uns, ja. Wir sind das Objekt des Dienstes Gottes. Und das ist etwas so unfasslich Großartiges, Unerwartetes und Unverdientes, Gnadenhaftes, dass wir darauf antworten. Die Sonntagsmesse ist eine Antwort darauf, dass Gott mich geliebt und sich für mich hingegeben hat, wie Paulus schreibt. Also ich antworte, ich bin in einem Antwortsverhältnis. Und was wäre das für eine Liebe, wenn ein Ehemann, ja, jetzt bringe ich irgendein Beispiel, was mir jetzt so schnell einfällt, wenn der jetzt seiner Frau Blumen bringt, ja, und die Frau nimmt die Blumen und sagt, schmeißt sie weg in den Papierkorb, ja. Also, die würde ja auch antworten und dann kriegt er ein Küsschen dafür und dann freut sie sich und drückt es aus und so weiter. Also alles, was wir tun, ist immer Antwort auf diesen Blumenstrauß an Gnade, den Jesus Christus uns schon geschenkt hat. Was müssen wir tun, um das zu verbessern? Also sehr vieles. Also natürlich diese ganzen innerkirchlichen Sachen. Wir predigen Fahrt, ja, aber schaut, der Pater Karl, ihr wisst ja schon, wie ich rede. Ich bin immer emotional, ein bisschen überdrüber. Ich brenne dafür. Es ist mir ein Anliegen. Es sind nicht alle so. Ist auch gut so. Nicht alle halten den Pater Karl auch aus. Ich bin auch immer undiplomatisch. Das ist auch in der Kirche im Augenblick gar nicht angebracht. Wenn du irgendwas gerade heraus sagst, ja, dann kriegst du sofort von links, aber auch sehr viel von rechts, ja, Kritik und so weiter. Aber das ist halt meine Art. Viele Priester trauen sich nicht mehr, Sachen zu sagen, weil sie dann gleich bombardiert werden von hier und von da und so weiter. Und Entschuldigung, wann habt ihr das letzte Mal einen Pfarrer gelobt? Wann seid ihr das letzte Mal nach einer Predigt in die Sakristei gegangen und habt gesagt, Herr Pfarrer, das hat mich so berührt, das war gut, was Sie gesagt haben, gut, dass Sie das mal angesprochen haben. Wann habt ihr das letzte Mal gemacht? Das wäre schon ein konkreter Schritt, um die Gottesdienste zu verbessern, weil die Priester haben nie Rückmeldung, nie positive Rückmeldung, immer nur Kritik. Immer wenn was falsch läuft, ja, also da können wir es, ja, da wissen wir es genau, wie man es hätte machen sollen und sagen sollen und so weiter und so fort und der Pfarrer und so weiter. Bitte loben, ja, ist das Erste, um in die Zukunft zu kommen. Ja. Möchte ich euch ganz klar und deutlich jetzt eben sagen, weil in der Kirche haben wir keine Kultur des Lobens im Augenblick. Und loben heißt auf Lateinisch benedizere, Gutes sagen. Und wenn Gott das macht, dann wird es zum Segnen. Also ein gutes Wort gibt jetzt eben Segen. Dann müssen wir was machen, auch in der Gewohnheit. Das ist das Zweite. Also Sonntagspflicht hat etwas mit der guten Gewohnheit zu tun. Also bei uns in meiner Familie, auch in den Phasen, wo ich nicht sehr gläubig war, aber es war die gute Gewohnheit, dass wir als Familie am Sonntag in die Kirche gehen. Und wenn man sowas gewöhnt ist im Rhythmus der Woche, dass man eben am Sonntag in die Kirche geht, dann macht man sich auch frei durch die gute Gewohnheit von diesem furchtbaren Mega-Individualismus, der in Wirklichkeit eine Sklaverei gegenüber meiner eigenen Lust und meinen eigenen Launen ist. Ich mache immer nur das, was ich gerade will. Ja, das erleben wir oft schon bei den Kindern. Dadurch wird man Sklave seiner selbst. Und es gibt die gute Gewohnheit, ja. Die gute Gewohnheit, dass du eben in der Früh die Zähne putzt. Das ist eine gute Gewohnheit, sonst hast du Karies, ja. Die gute Gewohnheit, dass man am Abend vor dem Schlafengehen betet. Die gute Gewohnheit, dass man die Kinder rechtzeitig eben jetzt fertig macht, dass sie in die Schule kommen und so weiter. Und da braucht diese Woche auch diesen Rhythmus mit der guten Gewohnheit, am Sonntag und am Feiertag in die Kirche zu gehen. Es muss ein Gefühl entstehen, wenn ich dann meine, ich kann, mir fehlt was, ich habe ein Loch, da fehlt was, da ist etwas unrund in meinem Leben. Also das ist schon auch wichtig. Und vieles andere, lieber Thomas, du schaust schon so, weil ich so viel rede, vieles andere hätte ich dazu noch zu sagen, aber es geht hier ja um die Gesamtreform der Kirche, nach dem, was dieser Schreiber oder diese Frau geschrieben hat. Ja, aber so ein paar Tipps, glaube ich, habe ich schon geben können. Es ist eine Dame, die uns geschrieben hat und die Frage war ja, wie kann die Kirche in der heutigen Zeit die Menschen erreichen? Da haben Sie ja viele schon Gedanken darüber gemacht. Ja. Mir gefällt so ein Konzept und das sehr positiv darauf antwortet, das davon ausgeht, wir sind getauft, wir sind alle Kirche. Und zwar, dieses Konzept geht aus von den drei Grunddiensten, die Verkündigung, der Gottesdienst und die Nächstenliebe sind die drei Grunddienste. Man nimmt noch die Gemeinschaft dazu, sozusagen der vierte Grunddienst. Und die Versuchung ist ja, dass wir so, oder dass die Katholiken sagen, ja, der Gottesdienst, der Pfarrer macht es schon, der feiert die Heilige Messe und die, wo halt da vorne stehen. Und was Verkündigung betrifft, da predigt auch der Kaplan und der Pfarrer und die Religionslehrerin und der Pastoral.
Referent macht Kurse und so weiter und die Nächstenliebe, das macht ja sowieso die Caritas, da brauche ich gar nichts machen. Ja. Ich persönlich glaube, die Erneuerung der Kirche beginnt in dem Moment, wenn jeder versteht, dass jeder für diese drei Grunddienste verantwortlich ist und dass nicht alles einfach delegiert ist an die Hauptamtlichen in der Kirche. Der Pfarrer soll beten, der ist fürs Beten bezahlt. Nein, jeder soll beten, jeder soll zur Anbetung gehen. Nicht die Caritas macht es, sondern jeder soll sich um den Nächsten kümmern. Wenn jeder sich nur um seine Nachbarn kümmern würde oder jeder soll auch was tun in der Verkündigung, einfach reden auch über seinen Glauben oder eine Kommuniongruppe übernehmen oder eine Firmengruppe übernehmen oder Ähnliches. Also, und wenn das in Liebe geschieht, dann erneuert sich die Kirche, ich möchte mal sagen, von unten her. Das ist eine gute Sicht von wir sind Kirche. Wir alle sind verantwortlich, missionarisch zu sein. Und können es auch. Also, ganz einfach, und zwar jeder in seinem Umfeld. Thomas, du hast jetzt natürlich was ganz Geniales gesagt, weil dieser Ausdruck, wir sind Kirche, den hatten wir in Österreich, der war aber da eher ein Slogan, der ganz anders verstanden worden ist, nämlich falsch verstanden oder verwendet, instrumentalisiert verstanden worden ist, nämlich wir sind Kirche gegen die da oben, gegen die Bischöfe. Das muss man dazu sagen. Und du hast den Slogan richtig interpretiert, weil es ganz richtig, wir sind Kirche. Das bedeutet nämlich, dass jeder von uns Kirche ist. Jeder von uns ist Christ. Und das beginnt mit einer persönlichen Christusbeziehung. Und dann muss jeder diesen seinen Glauben leben und entfalten. Er muss ihn intensivieren. Dazu haben wir die Kirche, die Sakramente. Die sind kein Selbstzweck. Also der Pfarrer feiert die Messe nicht deshalb, damit er danach in der Statistik schreiben kann, ich habe heute 150 Leute beim Gottesdienst gehabt, ja, und es sind 5 mehr als letzten Sonntag oder was. Ja. Das ist ganz falsch. Ja. Der Gottesdienst ist für jeden Einzelnen, der kommt da, der empfängt dort Gnade, der bekommt etwas, der wird gestärkt auch durch das Wort Christi. Schon der Wort Gottesdienst ist eine Challenge. Wir hören dort Botschaften, die du in der Welt draußen nicht hörst. In der Welt draußen heißt es ja, also stark sein und sich durchsetzen und so weiter. Und wenn du schon beruflich ein Bewerbungsgespräch machst, musst du dich wie Tarzan auf die Brust schlagen. Ich bin der Größte, der Schönste, der Tollste. Ich kann alles und so weiter. Und beim Gottesdienst bist du mal entlastet. Du kannst der sein, der du bist. Du hast ganz andere Botschaften. Liebe deine Feinde. Weh euch, die ihr jetzt lacht. Ja, ihr werdet trauern und weinen. Und alle, die jetzt weinen, die werden jubeln. Also das ist eine Umdrehung auch der Weltlichkeit, die wir hier erleben beim Gottesdienst. Und dann bekomme ich eben die Stärkung durch die Sakramente, damit ich was tue. Damit ich dann hinausgehe, item missa est, heißt ja am Schluss, geht ihr seid gesendet, damit ich hinausgehe, wie du gesagt hast, dann auch selbst Caritas lebe. Also ein Christ, der Gott liebt, steht im ersten Johannesbrief, ist kein Christ, wenn er sagt, ich hasse meinen Bruder. Also der muss dann rausgehen und dann muss er das umsetzen. Da muss er seine Kinder ertragen, die mal anstrengend sind. Da muss er den Nachbarn ertragen, der vielleicht am Sonntagnachmittag Rasen mäht oder so irgendwas. Dann muss er schauen, wie er mit seiner Berufskollegin zurechtkommt, wo er das Gefühl hat, dass ihn die manchmal schief anschaut oder schlecht über ihn redet. Also da beginnt ja dann die konkrete Umsetzung in die Nächstenliebe hinein. Ja. Also diese Grunddimension, aber das, was du ganz richtig, und möchtest nur noch einmal unterstreichen, jeder von uns, ja, jeder von uns ist für die Zukunft der Kirche verantwortlich. Jeder ist dazu da, auch selbst eine Mission zu sein. Das ist ein berühmtes Wort von Papst Franziskus, der gesagt hat, es ist nicht nur so, dass jeder eine Mission hat, ja, sondern jeder ist eine Mission. Aber die können wir nur sein, wenn wir den Glauben leben. Also, und dazu haben wir noch einmal die Sakramente. Die Sakramente sind dazu da, damit ich in meinem Leben dieses Christussein, das mir durch die Taufe geschenkt worden ist, entfalte. Du hast gerade Papst Franziskus erwähnt, er hat sich ja an Christi Himmelfahrt 2020 an euch päpstliche Missionswerke gewandt. Du bist ja der Nationaldirektor des päpstlichen Missions, eines päpstlichen Missionswerkes. Und er hat da geschrieben auch, dass die Kirche wachse, dass sie für in dem Moment, wie sie für andere attraktiv werde, weil das Leben ihrer Mitglieder vom Glauben an Christus getragen werde. Gebet und Nächstenliebe seien stets die beiden Schienen gewesen, auf denen christliche Mission ihren Weg nehme.
und Gebet und Nächstenliebe geht uns alle was an. Oder er sagt, Wesensmerkmale christlicher Mission, auch im zwischenmenschlichen Bereich, auch bei uns, nicht nur in Afrika, seien vielmehr Dankbarkeit und Unentgeltlichkeit, Demut, Nähe zum Alltagsleben der Menschen. Papst Franziskus spricht ja immer vom Stallgeruch, den man wahrnehmen soll, sowie eine Bevorzugung der Kleinen und Armen. Ja. Das sind genau diese Momente drin, die sich kümmern um die Armen, das Gebet, das Zeugnis, die Verkündigung. Das erneuert alles die Kirche und wo alle beteiligt sind, sein sollten. Also das ist sehr sensationell und das wird auch bleiben, dieses Schreiben des Papst Franziskus am Christi Himmelfahrtstag an die päpstlichen Missionswerke gegeben hat. Es ist eine Mini-Enzyklika. Also in den Medien habe ich nicht viel davon wahrgenommen. Im Vatikan war es schon eine Sensation, weil so lange und ausführlich hat noch kein Papst seit 1922, seit es die päpstlichen Missionswerke gibt, über und zu den päpstlichen Missionswerken gesprochen. Wir sind ja jene Organisation, die im Auftrag des Papstes die Diözesen, also die Einzel-, die Teilkirchen, daran hindern soll, nur an sich selbst zu denken. Also auf keiner anderen Ebene, wie auf der Ebene der Mission, wirkt der Papst so direkt in die Ortskirchen hinein. Deshalb gibt es in jedem Land einen Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke, außer in Deutschland. In Deutschland gibt es zwei, da gibt es Mission München und Mission Aachen, aus historischen Gründen weltweit einzigartig. Aber sonst gibt es in jedem Land also nur einen Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke und dann eben in jeder Diözese, steht im Kirchenrecht, in jeder Diözese muss es einen Diözesandirektor für die päpstlichen Missionswerke geben, damit die lokalen Kirchen nicht auf ihren missionarischen Auftrag jetzt eben vergessen. Und Mission, das was du zitiert hast, ist natürlich weitgehend Zitate aus seinem Antrittsschreiben von Papst Franziskus, wo er sagt, die Freude des Evangeliums, Evangelii Gaudium, wie geht's dann weiter, kommt daraus, den Glauben weiterzugeben. Die größte Freude gibt die Fruchtbarkeit, indem du etwas Neues in diese Welt setzt. Ja, am schönsten ja zum Beispiel beim Kinderkriegen. Ja, was hat man mehr Freude, als wenn ein neues Kind geboren wird? Was hat ein Priester oder auch, hier schauen ja viele, viele gläubige Menschen zu, was gibt's mehr Freude für eine Oma, wenn sie plötzlich merkt, dass das Enkelkind betet, dass das Kind beginnt, Jesus zu lieben, dass das Kind mit ihr über die heilige Messe spricht, ja, wo etwas Neues geboren wird, wo Glaube im Herzen der Kinder geboren wird. Das ist die Freude an der Weitergabe des Evangeliums. Und das hat Papst Franziskus eben dort erneuert wieder in diesem sehr langen 18-seitigen Schreiben an uns, mit dem Auftrag, dass wir mehr tun sollen auch. Natürlich die Sorge für die ärmsten Damen und so, das machen wir. Wir sind eine Spendenorganisation. Was er aber sehr, sehr stark auch wieder betont hat, ist, dass er nicht will, er will es nicht. Das sagt er uns jedes Mal, also jetzt seit 3,5 Jahren, ich war 11 Mal bei ihm persönlich, immer dasselbe. Sagt er, ich will nicht, sagt er, dass er ein NGO wie die anderen werde. Ja, also einfach so eine, wie soll ich sagen, alle Weltverbesserungsorganisation. Ja, das ist gut, also es gibt da sehr gute Organisationen, das soll jetzt nicht abwertend sein. Aber Papst Franziskus sagt immer, ihr seid meine Missionswerke und ihr seid nicht die päpstlichen Hilfswerke, sondern ihr seid die päpstlichen Missionswerke. Also euer erstes Ziel muss sein, durch Gebet und durch Spende die jungen Missionskirchen zu stärken. Jetzt gerade in dieser Corona-Krise auch ganz besonders. Wir haben deshalb einen päpstlichen Hilfsfonds jetzt eingerichtet für die Corona-Hilfe. Aber auch dann durch die Weitergabe des Glaubens, weil eine Zukunft gibt es auch in diesen Ländern nur dann, wenn der christliche Glaube in seiner Dynamik gestärkt wird. Weil wo der Glaube stark ist, dort ist auch die Nächstenliebe stark. Wir haben ein Schreiben, das jetzt zum Thema Mission passt. Erst auf den zweiten Blick, aber es passt dazu. Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Karl Wallner, ich schreibe aus Deutschland. Mir brennt es schon lange unter den Nägeln. Meine Schwägerin hatte auch durch mich den KTV-Sender. Als sie aber aus körperlichen Gründen ihren Haushalt nicht mehr versorgen konnte, ist sie in ein Altenheim gegangen. Das Erste, was sie sagte, war, ich nehme unbedingt meinen Fernseher mit. Da kann ich jeden Tag den Barmherzigkeitsrosenkranz und die Heilige Messe mitfeiern.
Sehr enttäuscht mussten wir erfahren, es gab für den christlichen Sender keinen Anschluss. Sie fühlte sich von Gott verlassen und wurde sehr einsam. Keine Unterhaltung mehr auf ihrem Zimmer. Nach einem Jahr verstarb sie. Vielleicht können Sie ja von christlicher Seite etwas Hoffnung machen. Es wäre mein Anliegen, das Allgewohnte etwas zu verlängern. Ich selbst bin auch Rentnerin mit freundlichen Grüßen. Ich sage deshalb, es passt zu unserem Thema Mission. Es wäre echt eine missionarische Aufgabe, unseren Alten zu helfen, dass sie zum Beispiel so einen Sender wie KTV empfangen können, wenn ihnen Kraft und Halt, Zuversicht und Hoffnung gibt. Auch das wäre ein Werk der Nächstenliebe. Das können nicht die Priester machen, das sind die Gläubigen gefordert. Also, Thomas, das ist so ein wichtiges Thema jetzt. Ich möchte das ganz, ganz massiv unterstreichen, weil diese ganzen katholischen, christlichen Sender haben viel zu wenig Reichweite und es gibt viele, viele Menschen, die gerne eben jetzt KTV und Radio Horeb und Radio Maria und so weiter, also all das empfangen würden. Und ich weiß das selber von meiner Mutter, die kam in ein christliches Spital, in ein kirchliches Spital. Und dort gab es auch nicht jetzt eben die katholischen Sender. Es gab dort kein KTV, ja, also die war auch total, oder es gab kein Radio Maria nicht einmal in einem kirchlichen Spital. Ich habe dann den Provinzial geschrieben und es ist nicht viel. Aber da möchte ich euch Gläubigen jetzt was sagen. Ja, und du hast ja gesagt, das fällt unter das Thema der Mission. Bitte schreibt nicht uns. Schreibt bitte nicht dem Pfarrer Rimmel, nicht KTV, nicht dem Pater Karl. Schreibt diesen Institutionen. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr für eine Macht und Kraft habt. Ihr seid die Konsumenten, ihr seid die Kunden. Und in vielen solchen Einrichtungen, Spitälern, Krankenhäusern, Altenheimen, ist es nicht eine Strategie gegen die Kirche, dass man dort KTV oder kirchliche Programme nicht hat, sondern die wissen es einfach nicht, dass sich die Leute dafür interessieren, weil ihr nie was sagt. Ihr sagt es immer uns. Wie viele Zuschriften kriege ich, ja, dass ich das tun sollte und das sollte ich den Politikern sagen und so weiter und so fort. Ihr müsst denen schreiben und nicht mir. Ich bin nur der Pater Karl, du bist nur der Pfarrer Rimmel. Wir haben eine gewisse Position, aber wir sind hilflos gegenüber diesen Institutionen, wenn ihr euch nicht meldet bei denen. In Österreich jetzt das Phänomen, es war diese Pandemiekrise und es gab keine öffentlichen Gottesdienste. Und dann hat das dritte österreichische Programm, ORF3, hat dann die Messen übertragen mit dem Kardinal. Und ich glaube dann auch die Papstmesse in der Früh um 7 Uhr. Und die hatten Einschaltzahlen wie nie zuvor mit ihren Pimperl-Kulturprogrammen und so weiter, haben die nie diese Einschaltzahlen. Und plötzlich waren die ganz begeistert, weil sie gemerkt haben, dass es die Kirche gibt. Man merkt ja gar nicht, dass es uns gibt. Und noch einmal, jetzt sage ich es noch einmal euch, also wenn ihr solche Anliegen habt, dass in öffentlichen Einrichtungen, ja, in Spitälern, in Krankenhäusern, in Altenheimen, in Pflegeheimen und so weiter, kirchliche Programme geschrieben werden, dann schreibt kurz und bündig, keine endlosen Briefe, das ist auch wichtig, ja, keine endlosen Briefe, aber schreibt, ich möchte Sie dringend bitten, ja, dass ich dort den Sender KTV oder was anderes empfangen kann. Und die Leute werden reagieren drauf, ja, die wissen nämlich gar nicht, dass es das gibt und die wissen gar nicht, dass es ein Bedürfnis danach gibt. Das ist eure missionarische Verantwortung. Ich glaube, ich habe mich klar ausgedrückt. Es ist ein kleiner Auftrag jetzt auch, dass ihr Missionare auch in der Familie oder bei Verwandten und Bekannten, ja, das Einstellen von so einem Sender, na, dann holt mal den Fernsehtechniker und dann, das kostet 30 Euro und dann können die KTV oder was empfangen. Bitte, das ist eure Aufgabe hier, missionarisch zu sein. Jetzt zu einem anderen Thema. Sehr geehrte Priester, herzlichen Dank für die wunderbare Sendung Stunde der Seelsorge. Einmal ging es um die Urnenbestattung. Für mich ist es schrecklich, hinter einer Urne zu gehen zu müssen. Unsere christliche Beerdigungskultur verkommt immer mehr. Die Totenverbrennung nimmt erschreckend große Ausmaße an. Wie ist denn die Totenkultur im Judentum und im Islam? Nochmal danke für die Sendung und danke auch für den Humor, der manchmal zu spüren ist. Eine erfolgreiche Arbeit mit Gottes Segen wünscht Ihnen Punkt, Punkt, Punkt. Also es ist so, kann ich vielleicht ganz kurz antworten, bevor du dann grundsätzlich antwortest. Bei den Muslimen ist es ja so, dass die im Leinentuch bestattet werden.
und zwar mit Richtung Mekka. In Deutschland haben wir die Sargpflicht. Es gibt aber schon manche Friedhöfe, die haben Grabfelder für Muslime ausgewiesen, wo die auch im Leinentuch bestattet werden können. Allerdings haben wir in Deutschland es so, dass man frühestens nach 24 Stunden jemanden bestatten darf. Dann Feuerbestattung ist dort nicht erlaubt und ich habe einen befreundeten jüdischen Arzt und er hat mir auch erzählt, bei den Juden ist Feuerbestattung nicht erlaubt. In Russland hat man es getan, weil da ein Platzmangel war, aber ansonsten ist es auch nicht erlaubt. Also nochmal zum Thema Urnenbestattung. Also ist auch interessant, dass das dass wir im gleichen Atemzug einen Dank bekommen haben für unseren Humor, weil das Thema ist natürlich ernst. Wir gehen davon aus, dass der Mensch aus zwei Elementen besteht: einer unsterblichen Seele, die Gott im Augenblick der Vereinigung von Ei- und Samenzelle schafft. Von dem Augenblick an ist man Mensch, hat eine Würde, die nicht nehmbar ist, ist Ebenbild Gottes. Und dass im Augenblick des Todes diese unsterbliche Seele sich vom Leib trennt in einem Zustand der Uneigentlichkeit. Sie kann sich dann selber nicht mehr weiterentwickeln, reinigen und so weiter. Sie ist auch noch nicht in der vollen Vollendung. Deshalb beten wir für die armen Seelen, dass der Leib in diesem Augenblick aufhört, Instrument der Seele zu sein. Der Leib hat weiterhin eine Würde, aber diese Würde kommt nur aus seiner Aufgabe, die er in der Vergangenheit hatte, Instrument des Leibes, der Seele zu sein. Das heißt, es ist dann nicht gegen den christlichen Ethos der Würde des Menschen, einen solchen Leib eines Verstorbenen für anatomische Zwecke zu verwenden. Dass die Bestattung im Grab, wie wir sie heute haben, das sind ja Erdgräber, zum Beispiel nicht einmal dem entspricht, was mit Jesus geschehen ist. Der wurde nicht in ein Erdgrab gelegt, der wurde in eine Felshöhle, auch gehüllt in Leinentüchern, in verschiedene Leinentücher gelegt hat. Und dass sich hier eine bestimmte Entwicklung ergeben hat und Verschiedenartigkeit in den Kulturen. Leute, geht's mir nach Süditalien, in Sizilien, wo es so kleine Totenhäuschen gibt, ja. Oder schaut euch das mal in Afrika an, wo es verschiedene Formen von Bestattung gibt. Die Kirche war nur deshalb gegen die Feuerbestattung, weil das einige Zeit lang gegen die Kirche und gegen den Auferstehungsglauben von bestimmten Gruppen verwendet worden ist. Papst Paul VI. Hat die Feuerbestattung erlaubt und deshalb dürfen wir sie akzeptieren. Wir haben einige Länder, zum Beispiel Ungarn, wo 90% der kirchlichen Begräbnisse Urnenbestattungen sind. Bei uns ist es etwas vom Gefühl her, also ich könnte mir auch nicht vorstellen, mich verbrennen zu lassen. Wir haben eine wunderschöne Begräbnisliturgie im Kloster. Meine Mitbrüder, die sollen nur meinen Sarg ordentlich schleppen auf dem Friedhof, die sollen was tun für mich dann noch. Ja, aber ich könnte mir das nicht vorstellen. Ja. Aber das ist eine Sache des Gefühls und der Gewohnheit und keine Sache der Theologie oder der Spiritualität. Ja, wichtig, das Wichtigste ist, dass wir für die Verstorbenen, deren Seelen arm sind, beten. Und solange die Feuerbestattung kein Ausdruck ist gegen den Glauben an die Auferstehung des Leibes, solange ist sie auch für Katholiken erlaubt oder wurde deshalb auch erlaubt. Lieber Pater Karl, wir sind wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich darf dich bitten um ein Gebet und den Segen. Herr Jesus Christus, man sieht, dass in vielen Fragen in den Herzen der Menschen die Sehnsucht danach brennt, dass du deine Kirche erneuerst, dass du die Kraft des Heiligen Geistes neu entzündest in den Herzen vieler Menschen, die lau geworden sind, aber auch in den Herzen derer, die dich noch gar nicht kennen. So bitten wir dich um diese Ausgießung deines Heiligen Geistes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lieber Pater Karl, dir nochmal vergelt's Gott, auch den Zuschauern danke fürs Dabeisein. Der liebe Gott möge Sie und Ihre Lieben segnen und schützen.